Die Highlights werden Ihnen präsentiert von der Ostfriesen-Zeitung. Nach der 2-4-Pokalniederlage vom Dienstag hieß die Aufgabe heute, Wiedergutmachung zu betreiben. Stefan Emmerling wechselte dafür 4-mal in der Startformation. Das Team sollte heute von Anfang an zeigen, wer hier vor der Rekordkulisse von 2204 Zuschauern her im Hause Ostfriesland-Stadion ist. Aber die erste Chance hatten die Gäste. Mansaray bedient Kapitän Azadzoy, kein Abseits, zieht ab, aber Djokovic macht sich lang und Ndjaye kann klären. 45. Minute, dann diese Szene. Steinwender scharf in die Mitte, Sari kann vorerst klären. Said Ebay gekommen für Engel, hat viel Zeit zu flanken. Die Kugel kommt genau auf die des Steffens. Der hat kurz Krach mit dem Ball, setzt dann aber zum Fallrückzieher an. Und es steht 1:0 für Kickers Emden nach einer tollen Kombination über Steinwender, Ebay und den Top-Torjäger der Liga. Dieser Treffer, der 9. im 9. Spiel für Steffens. Hier sehen wir es nochmal. Flanke kommt. Tido kracht mit dem Ball, setzt dann aber an zum Flug. Er, Steffens, einmal Richtung Himmel. Geile Hütte. Kurz nach Wiederanpfiff diese Szene. Tobi Steffen beim Freistoß. Ja, das kann er. Fantastischer Ball auf den zweiten Pfosten. Da steht wieder Tido Steffen, der die Rübe hinhält. 2:0 für Kickers. Tor Nummer 10 für Tido. Da sehen wir auch Markus Unger, den Co-Trainer, der Sammy Kufur der Oberliga. Der war ja auch immer als Erster beim Torschützen. Was muss Steffens krumme Füße haben, wie der diese Flanken immer so zentimetergenau schießt? Einfach eine Augenweide und Tido macht einfach Steffens Dinge. Kurz vor Schluss die große Möglichkeit, den Deckel drauf zu machen. Steinwender mit toller Verlagerung. Tobi Steffen wackelt kurz mit dem Hintern. Zwei Leute fallen drauf rein, aber was jetzt? Er entscheidet sich für den Pass auf Tido, doch der kann nicht seinen dritten Treffer erzielen. Deshalb bleibt es hier am Sielweg beim 2:0. Kickers rehabilitiert sich für das Spiel vom Dienstag. Das, meine Damen und Herren, war ganz, ganz großes Kino am Sielweg.